Okay. Ich starte gerade mal und hoffe, dass alles so funktioniert, wie ich mir erdenke. Na gut, ich habe das Ganze jetzt nicht angekündigt, also ich denke mal, die meisten werden hier auf wahrscheinlich morgen stoßen oder später. Ich möchte einfach mal hierüber reden, über die Wahl in Norwegen. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich auch schon ein anderes Video dazu machen wollte. Ich kann ja gerade mal gucken, gerade schaut auch nur eine Person zu, also es ist schon spät abends, deswegen werden wahrscheinlich gar nicht so viele Leute kommen. Danke an die eine Person, die auf jeden Fall ein Like da gelassen hat. Auf jeden Fall schon mal instant. Drei Leute schauen schon zu. Also hi an all die gerade da sind. Wir schauen uns die Ergebnisse in Norwegen an. Hi an Luca Weber. Und ich gehe auch gerade mal hier drauf. Oh, ihr habt, glaube ich, gerade ein falsches Bild. Was habe ich denn hier gerade an? Ich brauche eine Bildschirmaufnahme. Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, es ist der richtige. So, jetzt könnt ihr ja auch mal sehen, was ich euch hier zeige. Es wäre vielleicht ein bisschen besser. Hi an Paul X Crimex und hi an Ben. Mit der bulgarischen zaristischen Flagge. Hatte ich nicht eigentlich. Ich wollte gerade noch mal ein Video auf dem Hauptkanal bringen, aber ich habe mir dann gedacht, ich könnte auch das gleich mal streamen, weil so viel passiert ist. Noch mal kurz die Zusammenfassung im Endeffekt, um in Norwegen, ah, ich hatte es hier doch schon, um in Norwegen ins Parlament zu kommen, braucht ihr entweder 4% als Partei oder ihr könnt noch einen oder den einen oder anderen Sitz bekommen, wenn ihr darunter landet, aber in der Region besonders stark seid. Und gerade haben wir hier einen Fall, es gibt im Endeffekt einen roten Block und einen grünen, grün sei ich schon, und einen blauen Block. Und der blaue Block ist der konservativere und der rote ist der sozialdemokratisch/sozialistische Block. Und gerade sieht so aus, nur als kleines Update, als könnte die Arbeiterpartei mit dem Zentrum hier und mit der Linken eine gemeinsame Regierung formen. Und das, es war halt so gewesen, dass das nicht ganz klar war, mit wem die, ob das Zentrum auch mit den Sozialisten zusammenarbeiten könnte. Das ist jetzt halt nochmal schwieriger, weil die Röd-Partei, das ist eine, marxistische Partei, sozialistisch slash, kommunistisch, jetzt in Vollstärke ins Parlament gekommen ist. Ich hatte auch gerade noch mal Twitter offen. Norway Election Live Update. Also es soll nicht allzu lange dauern jetzt der Stream. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ich habe ja die Bildschirme, aber ich benutze sie nie. Oh ne, hier habe ich schon meine freien Artikel aufgebraucht. Auf der einen Seite, das ist nicht so schön. Danke auf jeden Fall an all die noch mal zur später Stunde dabei sind. Ich sehe gerade, ich lagge, glaube ich. Wartet mal kurz. Ich hoffe, das startet jetzt nicht gleich neu oder so. Ich weiß nicht, ob ich die Bitrate hoch oder runter stellen soll. Hi an Tom Giesinger. Oh, Codierung ist überlastet. Das stelle ich dann doch mal runter. So, ich hoffe, man kann mich noch sehen. Hören. Okay, ich glaube, man sieht nicht Anton. Nein. Oder hat das was heißt, hab aus. Ich überlege gerade, wer Anton heißt. Ich glaube, ich habe mal mit jemandem namens hab ausgeschlafen Video gemacht. Ich glaube, der hieß Anton. Heißt Anton. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Locker voll vergessen und den Namen verpennt. Ja. Oh. So, ich habe gerade Anton. Okay. Da weiß ich gerade auch nicht. Leider ist die Codierung irgendwie überlastet. Ich hoffe, ihr seht den Stream. Ich kann sonst anscheinend auch nichts machen.
Gerade sind wir bei 91% ausgezählt, jetzt 92. Haben wir irgendwelche Veränderungen bekommen? Ich gehe gerade nochmal durch. Ihr seht hier unten, by the way, schaut mal auf die Christdemokraten und auf die Grünen. Und dann seht ihr, was hier ein Problem ist. Die sind beide um die 4%-Hürde rum. Jetzt beide knapp darunter. Die Christdemokraten gerade auf 3,9, die Grünen auf 3,8. Dann haben wir halt diese Passion Focus Party auf 0,2. Die haben aber einen Sitz in. Okay. Ist das Oslo? Ich schätze mal, es ist Oslo. An die Oslo. Ah nee, ich glaube hier ganz im Norden. Ganz im Norden haben die, glaube ich, was geholt. Das ist auch diese sehr ländliche Gegend da, denke ich mal, mit. Und ja, haben wir Veränderungen. Ich glaube, dass das Zentrum hat einen Sitz mehr gerade bekommen. Rötz immer noch auf 9, aber die Liberalen nochmal mit. Ich glaube, das kommt, ja, es kommt von den Christdemokraten, die unter der Hürde sind jetzt. Die Christdemokraten sind unter der Hürde mit 3. Die Sozialisten auf 13. So, warum so spät in der Nacht? Weil jetzt gar erst die Ergebnisse reinkommen. Kann ich schlecht Feuer machen. Ich glaube, ich sollte auch nochmal meine Kamera ein bisschen umstellen. Sorry gerade für den Tischbump. So, ich hoffe, es passt ungefähr. Jetzt ist ja. Ich bump schon wieder gegen den Tisch. Nee, Zeit ist so ähnlich in Norwegen, aber wir sind jetzt gerade erst so weit bei der Auszählung. Die ist ziemlich schnell eigentlich sogar für die Zeit. Was habe ich hier gerade? Was fehlt noch? Rotter auf 8 weiterhin. Sozialisten auf 13. 3 für die Grünen. 48 Labour. 1 für die neue Partei. 28 an die Fortschrittspartei hat einen verloren. Also ich empfehle euch wirklich nochmal das Video auf dem Hauptkanal später auszuchecken. Dann versteht ihr auch, welche Partei hier für was steht. Aber trotzdem fehlt gerade. Ah ne. Die Konservativen haben gerade auch nochmal einen Sitz verloren. Das Zentrum ist jetzt auf 28 Sitzen. Bei den letzten Umfragen waren sie nur auf 20 gewesen. Da können wir mal nur durchgehen. Sie waren ja, glaube ich, auch mal für eine Zeit lang hier deutlich stärker. Da hatten sie sogar mal über 30. Irgendwo waren sie auch mal stärkste Kraft. Da musste ich mal gucken. Habe ich das hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wo die stärkste Kraft waren. Ich bin leider ein bisschen müde. Ich schaffe auch heute kein richtiges Video. Natürlich logischerweise nicht mehr. Ja, ist dann schon zu früh. Aber ja. Die Norweger schon wieder. Danke an gerade noch 5 Zuschauer, wenn es halt mitten in der Nacht ist bei einem unangekündigten Stream. Das kann man nicht unbedingt erwarten. Und auch danke an all die, vielleicht nochmal im Nachhinein schauen. Das ist eher, ja, da öfter der Fall. Ich gucke gerade nochmal auf Twitter, ob wir da Live-Updates haben zu. Leider hat mir die Person auch nicht geantwortet. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt muss ich rausfinden, wie komme ich jetzt von. Oh. Ah, okay, ich habe jetzt die Übersicht. Das hier müsste jetzt die Übersicht sein. Also ich übersetze das hier auch mal mit. Das sind die Sozialdemokraten hier auf 9, 26,4. Ich teile das, glaube ich, auch noch mal mit euch. Sozialdemokraten 26,4, das geht nach unten. Konservative 20,4. Ich gucke auch nochmal den Vergleichswert mit an. Die Sozialdemokraten hatten 27,4 letztes Mal, jetzt 26,4 minus 1. Konservative höhere von 25,0 auf 20,4. So, wieder umstellen.
Ich habe vier Bildschirme und schaffe trotzdem nicht alles richtig zu machen. Schreibt mir auf jeden Fall mal, ob es gerade stockt oder ob man es sich gut angucken kann. Wir haben auf jeden Fall dann neu drittgrößte Partei, das Zentrum. Letztes Mal 10,3, jetzt 13,7. Ich glaube, hier gab es gerade sogar ein Update, da bin ich mir aber gar nicht sicher. Die rechte Fortschrittspartei, letztes Mal 15,2, jetzt auf 11,8, das sind Verluste. Die Sozialistische Partei 7,4, letztes Mal 6,0, das sind leichte Gewinne, aber nicht so viel, wie man eigentlich erwartet hätte vor einer gewissen Zeit. Rötz auch nicht ganz so weit, wie man erwartet hätte, jetzt auf 4,7, da scheinen die aber stabil zu bleiben. Venstre 4,3. Also Rott hatte vorher nur 2,4, also fast verdoppelt. Bei uns wären. Na gut, die SPD wird ja jetzt wieder stärker. Dann Venstre war letztes Mal auf 4,4. Ich hätte sogar erwartet, dass die vielleicht runterkommen, weil die Christdemokraten, kann ich euch mal zeigen, die waren tatsächlich, das ist historisch, denn gegründet wurden die, das erste Mal drin waren die mit in voller Stärke in 45 und seitdem waren die jedes Mal in voller Fraktionsstärke drin oder in voller generellen Stärke, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt scheinen die das erste Mal vielleicht daran zu scheitern. Letztes Mal hatten die 4,2, also schon gefährlich nahe der Hürde da. Dann, also 0,3 Verluste Prozent. Dann haben die halt die Christliche Volkspartei. Die Christdemokraten letztes. Ah ne, ja, ich gerade schon. Ja, ich bin dumm. Ja, ich weiß. Die Grünen gehen jetzt gerade wieder hoch. Jetzt wieder auf 3,8. Da wird es auf jeden Fall eine Zitterpartie. Da waren wir. Die hatten zuerst 3,2%. Jetzt 0,6%. Oder nee, die hatten letztes Mal 3,2%, jetzt haben sie 3,8%. Die Demokraterne, Kraterne Anorsch, sind auf 1,2%. Letztes Mal waren die viel weniger, da hatten die 0,1%. Also sind diese, ich bin müde, ich weiß, diese Rechtspopulisten. Also das ist diese Partei hier, jetzt sehe ich auch endlich mal ihr neues Logo. Ich hatte auch mal so einen Shorts gemacht auf einem englischen Channel von mir. Da ging es auch so ein bisschen darum. Okay, die sind pro Globalismus. Interessant. Hayan Malhara Fanboy, Servus. Alle, die vielleicht da sind, lasst gerne mal ein Like da. Fällt mir auch auf. 4 Likes gerade mal. Na gut, das ist jetzt etwas später. Aber trotzdem würde mich das unterstützen. Vor allem auch die, die vielleicht später noch einschalten. Ja, es waren halt diese Demokraten. Das heißt, das Ergebnis ist gerade schon deutlich stärker. Das ist die Rentnerpartei. Das ist, ich glaube, eine christlich-fundamentalistische Partei. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Können wir ja mal gucken. Die könnten vielleicht der Grund sein, warum die eigentlichen Christdemokraten jetzt hier scheitern. Ja, das ist die christliche Rechte, aber die sind ökonomisch liberal, also muss nicht unbedingt sein, dass die deswegen scheitern und die waren auch letztes Mal auch angetreten, also muss da noch nichts heizen. Ich glaube, das ist die kapitalistische Partei. Oder? Feministische Initiative 0,0. Wo sind die Kapitalisten? Die Alternative für Deutschland, weil man sie auf Wish bestellt, glaube ich hier. Keine Ahnung, wer die sind. Ich glaube, das sind die Kapitalisten. Wunderbarer Titel für eine Partei. Nicht. Ja. Okay, jetzt habe ich sehr viele Leute bestimmt schon getriggert.
Das ist, glaube ich, die Partei, die jetzt reinkommt, neu, weil die halt in dieser ländlichen Gegend was holen. Haben wir eine Veränderung sonst? Nee, ich wollte nur gerade, also ich überlege generell auch mehr über Wahlen zu berichten, dann aber wahrscheinlich auf dem Hauptkanal von mir, also dem DNRF-Kanal. Und ja, da kann ich auch nochmal drauf gehen und euch zeigen. So, abonniert alle den DNRF-Kanal für mehr europäische Wahlen so generell. Da könnte ich mal halt sowas mitmachen. Oh mein Gott, ich habe damit noch den. Anja ist nicht der alte Amazing Tiger-Account, sondern ein anderer. Legende auf jeden Fall. Da will ich da auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen, aber ich war gerade so beim Videoaufnehmen sogar schon fast. Hab mir aber gedacht, es macht vielleicht sogar noch mehr Sinn, wenn ich hier mal ein Video noch so drüber oder ein Stream drüber mache, jetzt wo ich eh dabei bin. So, das ist gerade die Umstellung. Aber ich bringe hier natürlich auch generell noch anderen Stuff. Ich meine gerade, soll ich mal die Wahlen hier im Politik-Simulator spielen? Kann ich ja machen. Ich habe hier die Grünen, by the way. Weil die ja gerade so ein bisschen am Scheitern sind. Können wir ja mal. Und Erna Zollberg. Wir lassen die mal verschwinden für dieses wunderbare Beispiel. Auf Wiedersehen. Niemand weiß, wo sie hingegangen ist. Jetzt ist die andere Dame da in Kontrolle. Ich packe übrigens auch noch mal hier das Ding nach oben, dass ich euch so ein bisschen updaten kann. Also weiter noch mal die Arbeiterpartei, die Sozialdemokraten auf 48. Die Konservativen mit rechts auf 36, minus 9 für die. Zentrumspartei plus 9, 28. Fortschrittspartei, die Rechtspopulisten, minus 6 auf 21 sitzen. Sozialisten plus 2 jetzt auf 6. Die marxistische Röd auf 8 plus 7. Die liberale Venstre auf 8, keine Veränderung. Die christliche Volkspartei auf 3 minus 5. Die Grünen auf 3 plus 2, die sind halt beide unter der Hürde. Und diese Gesundheitspartei, irgendwie, wie heißt es? Sozialstaatspartei, das ist, glaube ich, sogar auf Deutsch so. Jetzt werden wir natürlich unsere tolle Wahl haben. Und wir werden, denke ich mal, eine wunderbare Koalition gründen. Und natürlich, dieses Spiel ist echt zu dumm. Die sind jetzt halt echt in der Koalition, in der sie auch in echt sind. Das macht so gar keinen Sinn. Warum? Also, wer ist da? Warte. Wo ist diese Partei hier? Das ist, glaube ich, die Zentrumspartei. Die soll anscheinend. Das ist so dumm. Das ist gar nicht, was passiert. Warum sind die mit denen in der Koalition? Hä? Also die Koalition besteht aus. Nein, nicht hier. Nein, noch nicht hier. Ich glaube, zwei sind aber zumindest richtig. Ich glaube, irgendwie sind die jetzt im Zentrum damit. Also ganz komisch. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert. Kann ich hiermit was formen? Auch nochmal so ein kleiner Test. Übrigens, wie alt sind wir gerade bei der Auszählung? Ich sehe jetzt gerade noch keine Prozentverschiebung. Grüne und die Christdemokraten sind weiterhin draußen. Die Demokraten weiterhin auf 1,2%, also bei weitem nicht drin, auch keine regionalen Sitze. Ich gehe mal nach Svalbard und
Ja, hier, schön. Wunderbar. So muss man das Ganze auch machen. Gerade schaut gar keiner zu, zumindest wird mir das gesagt. Hört man mich noch? Hier nochmal die schöne Wahlkarte oder nicht Wahlkarte, sondern Sitzeverteilung. Ich gucke nochmal kurz auch auf norwegische Parlamentswahlen, nee, auf die Wikipedia-Seite, da ist auch noch nichts Neues mit drin. Also wir haben damit jetzt, ich glaube, 10 Parteien sogar im Parlament. Das ist, glaube ich, sogar fast schon Rekord. Gute Nacht an Normal Bed. Viel Spaß, oder danke. Ja, generell. So. Ich mache, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange. Wer ist das eigentlich? 2,3. Keine Ahnung. Ich gehe nochmal nach Südnorwegen hier. Also, wie gesagt, der Stream soll nicht allzu lang sein. Ich sehe auch schon, dass gerade auch nicht so viel zugucken. Da will ich euch dann auch nicht aufhalten, so nach dem Motto. Aber war trotzdem mal wieder nice, auch wenn jetzt so wenige da sind, mit euch zu streamen. Wir sind jetzt gerade bei 92, 93,2. Details. Was ist so spannend? Die Küstenpartei hat ganze 158 Stimmen. Nein, ja, 58 Stimmen. Aber es gibt eine Partei, die 86 Stimmen hat. Also ich habe mehr Stimmen als die Partei. By the way, deren Piratenpartei 2100 Stimmen. Also ich habe fast so viele Abos, wie die Piratenpartei Stimmen hat da. Natürlich völlig vergleichbar. Ich weiß, ich bin auch immer gut mit solchen Dingen. Danke an alle, die by the way den Stream supporten, ein Like da lassen und generell schauen auch im Nachhinein. Das ist ein Wash-Video. Die Wahnsinns im März da. Oh, wir haben Updates. Ein paar neue Sachen sind reingekommen. Aber ich glaube, je weiter haben die Christdemokraten und die Grünen draußen. Und ich wollte sagen, es sieht so aus, als ob die auch draußen bleiben werden, nach dem momentanen Stand. Bei den Grünen überrascht es mich, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, die kommen rein. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt auch mal Zeit für die, so ungefähr. Tatsächlich waren die auch noch nie im Parlament so. Vor Fraktionsstärke. Hier habt ihr das. Die sind also überraschend schwach für eine grüne Partei. Aber hier wirklich bei den Regionalwahlen 7%. Das halt, oder ja, so ungefähr. Aber bei den Wahlen fürs Parlament sind sie jetzt trotzdem draußen. Das ist schon bemerkenswert. Oh, das ist eine Regionalpartei hier. Das ist die. Tritt die an. Können wir mal gucken. Die tritt tatsächlich sogar an mit 0,1%. Wunderbar. Okay, hier sind anscheinend auch noch mal kleinere Parteien mit drin zu sehen. Ja, sind wir sogar. Warum haben wir 1%? Warum sind wir so unbeliebt? War mein. Wo sind wir in der Kampagne? Plus 10, okay, da geht noch was.
Was ist denn so mega OP? Ich glaube, die. Die uns allen bekannte Steuer. Hallo? So. Und natürlich auf Jan Mayen, das wichtigste Gebiet. Wir können auch mal was für die Umwelt tun. Hier Recycling. Unglaublich, es gefällt der Partei endlich mal. Der Süden von Norwegen. Und wir sind auf Rang 2 und jetzt natürlich nochmal das OPste ever. Arbeit. Und das hier verdoppeln. Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall Golf. Nochmal nach Trøndelag. Auch ziemlich gut, wenn man das hier hochstellt, dass mehr Leute hier halt das ausüben sollen. Na, ich glaube, gerade hat es nicht geholfen. Dann mal das Geld erhöhen hier für die Ärzte. Das geht ein bisschen hoch dann. Ab ins Nordland und vielleicht noch mal. Okay, Gewerkschaften. Na gut, die haben das alle. Ja, okay. Waren wir gerade 65, immer noch 65. Wie weit sind die Wahl noch mal? Keine Veränderung gerade. Also ich gucke gerade noch mal nach. Wir haben 169 Sitze im Sorting. Geteilt durch 2 sind. Man braucht 85 Sitze, um eine Mehrheit zu formen. Und 48 der Sozialdemokraten, das Zentrum bringt nochmal 28. Und auch nochmal mit die Sozialisten. Das sind 89, das müsste eine Mehrheit sein. Also eine solche Koalition wird es wahrscheinlich geben. Das kann man nochmal hier hochstellen. Okay, ich glaube, wir haben auch noch mal. Haben wir Probleme mit der Qualität? Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Also, ja. Ich habe vor allem, ich habe auch gar nicht in der Mitte so richtig die Bildschirmaufnahme. Ja, die ist. Nein, das war das Falsche. Oh, sorry, Leute. So, Bildschirmaufnahme höher tun. Warum bewege ich die Bildschirmaufnahme nicht? Ich verstehe es nicht. Nein. Hä? Nee, das war die. Also, ich gebe gerade auf. So, dann. Wieder noch Rang 2. Ja, ganz toll. Aber über den 4%. Boah, gleich schon 0 Uhr. Ich muss wirklich gleich schlafen gehen, weil ich morgen wieder Schule habe. Aber natürlich muss ich mir die norwegischen Wahlen anschauen. Das ist wichtig. Na gut, ist ja auch wirklich wichtig, weil dann ist es nämlich so, dass die nordischen Länder, ich glaube, das erste Mal seit 1957 alle 5 mit Island einen Sozialdemokraten oder Linken in der Regierung haben. Es ist tatsächlich auch so, dass der, wie heißt der? Dass der norwegische sozialdemokratische Boss Jonas Gahr Støre, glaube ich, auch ein Millionär oder Milliardär ist. Der ist ja gealtert. Okay, das wusste ich gar nicht. Weil wenn ihr euch mal sein Bild anschaut von vor 4 Jahren, dann sah er so aus. Okay, das ist.
Da sind die Haare dann doch ziemlich schnell grau geworden. Oder das Foto ist schon deutlich älter. Ich habe gerade keine Ahnung. Hier sah er älter aus als auf dem Foto. Also, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das war in 2005. Kommt schon, ich will einfach die Wahlen haben. Oh, die Konservativen sind um 0,1% nach oben gegangen. Hat das eine Veränderung? Ich glaube nicht. Oder ist jetzt wieder hier die Debatte. Und die geht, glaube ich, wieder viel zu schnell. Oder? Ich glaube doch nicht. Christdemokraten immer noch unter der 4%-Hürde, liberal auch und nicht liberal, wie heißen sie? Grünen auch unter der Hürde. Nochmal, was haben wir verloren? Als ob die nicht Sport mögen, das kapiere ich gerade auch nicht. Kommt schon, das müsst ihr aber mögen, danke. Sag doch mal was über die Familie. Oh ne, das war glaube ich dumm. Oh. Da ging es um Abtreibung. Das war nicht so schlau von meinem Kontrahenten. Was hat er so? IT. Und wir haben. Jetzt mache ich wieder den. Das mit der Arbeit. Ja, ich weiß, hatte ich schon, aber. Nochmal schadet nicht, vor allem wenn ich ihn hier gerade zerstöre. Und das war ja schon unfair, dieser Sieg. 92%. Norwegen-Wahl. Prozent der Stimmen ausgezählt, 1,7% oder 2% weniger als letztes Mal. Dann, ja, haben wir gleich die Wahlen auch hier mit drin und schauen uns an, was ich so angestellt habe. Da bin ich wieder gegen den Tisch gekommen. Sorry. 4 Millionen Wähler dürfen wählen. Bei der letzten Mal in Norwegen haben gewählt, wie viele? Steht hier gar nicht. 3 Millionen. Und unser Wahlergebnis, die Grünen. Wir sind einfach. Wie sind wir gerade gescheitert? Also, ich werde nicht sagen, es ist unrealistisch. Aber es ist halt das, was auch im echten Leben passiert ist. Wir werden wahrscheinlich gleich wieder gezwungen, die Regierung zu bilden. Ich sehe es schon kommen. Na, wann kommt es? Das neue Parlament, ich weiß nicht, wer die Unabhängigen hier sind. Das ist ja auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Mal sehen, könnte ich so eine. Okay. Ich dachte, man könnte hier jetzt eigentlich was formen, aber. Hä? Also, jetzt bin ich gerade auch überfragt. Warum darf ich jetzt keine Koalition formen? Ich meine, ich habe ja das Tutorial gemacht, aber ich dachte eigentlich, wir können jetzt halt nach der Wahlperiode was machen. Aber anscheinend geht das nicht. Hä? Warum kann ich keine Koalition machen? So.
Ich fühle mich gerade dumm. Oh, man kann jetzt, by the way, glaube ich, mehr das Deutsche Kaiserreich nachstellen. Ja, ich weiß, wunderbar. Ja, ich würde aber sagen, was auch immer das hier ist, natürlich zerstört hier der Politik-Simulator mal wieder alles zum Ende. Das ist das neue Parlament in Norwegen. Mal schauen, was sich mit den letzten 5% nochmal ändert. Das ist aber zu spät jetzt für mich. Ich habe heute wieder Schule. Ich bin müde. Ich sehe schon, das laggt auch leider wieder im Stream. Entschuldigung auf jeden Fall dafür. Ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. Und ich sage.